Moin Leute, es ist mal wieder soweit. Na, wir müssen eine Runde First Time aufnehmen. Senna ist jetzt rausgekommen und ich bin mal gespannt. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal im Rank gesehen und ja, also sah jetzt irgendwie ziemlich useless aus, muss ich sagen. Ich habe sie nur auf Support bisher gesehen. Ich habe aber auch schon ein paar Streams geschaut, wo sie ordentlich abgegangen ist und hauptsächlich auf ADC tatsächlich. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben also Rune Klepto dabei. Das scheint sich so ein bisschen als beste Rune herauszukristallisieren auf ADC. Oh ja, wir gucken einfach mal, ne? So ein neuer ADC in meinem Repertoire wäre doch nicht schlecht, ne? Viel Spaß. Das mit den Autotext ist sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Die sind doch... Alter, sind die... Alter, sind die langsam, okay. So, Spells lese ich euch jetzt nicht mehr vor, ne? Die solltet ihr im besten Fall schon mal selber euch angeguckt haben. Macht ein bisschen Heal, macht ein bisschen Damage, dies, das, ne? Alles dabei. Aber dass man halt mit dem Q heilt, sollte ihr ganz geiles Trade-Verhalten geben. Und Lasten ist natürlich auch relativ easy mit ihr, ne? Zack, da sind unsere Kleptoprox. Let's go. Fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen... So ein bisschen Jhin-like an von dem Attack Speed her. Das ist wahrscheinlich so das, was am ehesten rankommt. Generell ist die Range schon ziemlich stabil von ihr, muss man sagen. Ja, da komme ich leider nicht ran. Aber das sah doch schon mal stabil aus. Ja, akzeptabler Trade. Ja, es ist irgendwie weird so. Du machst halt ganz guten Poke-Damage so. Q-Auto-Attack knallt schon ganz gut rein. Aber dein DPS ist halt relativ bad. Ich weiß nicht, ob sich das mit Level 6 ändert. Ich habe jetzt leider auch kein Mana mehr. Also die Mana-Kosten sind... Ich glaube, die Mana-Kosten sind okay, aber man hat halt am Anfang schon so ein bisschen den Drang, Spells zu spammen. Wir werden itemtechnisch auch Richtung Lethality into Crit gehen. Das hat mir Brücke so ein bisschen empfohlen. Also Draktar... Und dann, nee, hier ist doch immer noch der Jungler. Draktar und dann Sense Reaver Infinity Edge. Dann sollte man mit der Passive auch auf 100% Crit kommen. Die Passive ist natürlich das, was sie auch so ein bisschen besonders macht. Sie scaled halt ins Unendliche. Man fängt auch mit stabilen 600 Range an. Das ist schon, das wäre schon ordentlich. Ich denke mal, TP wäre auch relativ gut auf ihr gewesen. Wir können mal kurz warten, bis unser Alistar wieder Ignite hat. Oder wir gehen einfach so rein. Okay, das war doch relativ stabil. Also ich kann irgendwie nicht so ganz einschätzen, woher der Damage kommt, aber der Damage ist auf jeden Fall solid. Also diese Kombination QV-Auto-Attack ist schon echt strong. So prinzipiell ist der Champion ja jetzt auch nicht wirklich... Der ist ja relativ einfach gestrickt, ne? Er hat jetzt keine krassen Kombis, die du schaffen musst, um irgendwie useful zu sein, sondern ist schon relativ basic. Das Ding ist halt, dass mit der Range... In LoL ist es ja so, wenn du einen Auto-Attack machst... Und der Gegner während deiner Auto-Attack-Animation out of range geht, dass der Auto-Attack trotzdem durchkommt, wenn ihr versteht, was ich meine. Na, also ein Auto-Attack kann nicht durch Range interrupted werden. Und ich glaube, deswegen wirkt die Attack-Range von Senna so brutal. Weil wenn du auf Max-Range einmal ganz kurz in Auto-Attack-Range bist, der Gegner dann rausläuft, dann kommt der Auto-Attack trotzdem durch. Und wegen der langsamen Animation sieht das dann halt aus wie 1000 Range oder so. Das fühlt sich auf jeden Fall ziemlich nice an, muss ich sagen. Wir sind jetzt auf jeden Fall gut eingedeckt in Items und ich glaube, wir gewinnen den All-In super hart. Wir haben jetzt Ignite Heal, gleich Level 6. Level 6 ist natürlich die Ultimate. In der Theorie 300 Damage auf Level 6. Das knallt auf jeden Fall ordentlich rein. Ich habe auch nicht ganz gecheckt, wie das bei ihr mit Attack Speed funktioniert. Ne? Ist nicht wie bei Jhin, dass das gar nichts bringt, aber du kriegst, glaube ich, weniger Attack Speed, wenn du Attack Speed kaufst. Also lohnt sich höchstwahrscheinlich nicht. Mal hier. Ah, da war ich leider nicht in Range. Der Damage ist schon sehr, sehr stabil. Holy shit. Aber die Mana kosten auch. Das ist Q-Auto-Attack. Das ist ein drittes Leben. Auf super High Range. Das ist schon echt guter Poke. Das ist schon so. So Caitlyn-Level an Poke. Fühlt sich das an. Tower pushen ist natürlich relativ schwierig an der Stelle. Ich glaube, wir können die bursten, wenn die uns ganken wollen. Ich habe auch vereinzelt Mana Mune First gesehen und ich glaube, das ist auch nicht schlecht, weil, wie gesagt, Mana-Probleme... Ich glaube, man kommt ohne Mana Mune aus, aber es ist halt nice, weil du deine Spells härter spammen kannst. So ein bisschen wie bei Jace. So, du brauchst nicht unbedingt Mana Mune, aber Mitte ist schon geiler. Aber hier gehen wir jetzt erstmal auf den Lethality-Item-Bild, also auf den puren Damage. Ja, Invis.
Ich bin dead, ha? Oh mein Gott. Ah, so close. Ja, wir leben, wir leben, wir leben. Okay, wir ziehen uns zurück. das war ein ganz schöner Clusterfuck. Aber der E ist echt ein nicer Disengage, das muss man wirklich sagen. Also wie schon erwähnt, ich habe sie bisher hauptsächlich als Supporter gesehen. Oh, der Q macht Damage am Turret. What? Zählt der Q generell als Auto-Attack? Warte mal. Oh, okay, das ist nice. Das ist wirklich nice. Das ist ein Hin- und Hergeschieß, Alter. Am Ende stirbt aber irgendwie niemand. Ah, fühlt sich schon gut an, muss ich sagen. Fühlt sich schon echt gut an. Leider wenig Mana gerade. Nice try, Alistair. Ja, okay. Da konnte ich dich leider nicht mehr saven. Oder hätte ich ihn saven können? Ha, mit dem E vielleicht, ha? Weiß ich nicht genau. So, als ADC darüber nachzudenken, wie man seinen Supporter rettet mit einem Spell, ist auch immer eher ungewohnt. Oh. Ich komme, ich komme. Ich mach mal einfach W-Max Second, ne? Macht mir Damage. Aber das ist der Q-Turret-Proc, ist schon geil. Oh, das ist die echte? LOL. Okay. Dachte, sie juckt. Oh, Hunds. Müssen wir mal ganz schnell raus. Da ist noch eine Seele. Oh, da sind noch zwei Seelen. Ne, die Seelen brauche ich, Leute. Die oh mein Gott, wie viele Seelen sind das? Das ist ein bisschen Int gewesen. Ha, scheiße. Aber ich habe die Seelen, Jungs. Ich habe die Seelen. Und wir wissen, das ist wichtig. Ja, den E kann man natürlich auch immer ganz geil für die Lane verwenden. Das ist halt echt viel Movement Speed, den du bekommst. Ne? Das ist fast schon so ein Pike-W. So, ich habe jetzt auch gleich wieder Ulti. Mal gucken, ob ich die hier... Guck mal, ich knall die einfach mal hier raus gleich, die Ulti. Ja. Ah, Schilde sind da, Schilde sind da. Ja, der wird da rüber dashen, ne? Kleine Mutti. Ich glaube, am Ende ist mit der... Alter, was macht denn der Garen da oben? 5-1, ach du Scheiße. Ich glaube, am Ende ist mit Senna wirklich sehr, sehr entscheidend, wie gut du deine Ultimate einsetzt, weil die wirkt schon... Ich glaube, die Ultimate hat das Potenzial, komplett broken oder eben sehr useless zu sein. Oh, wir sind so doomed, kann es sein? Wir sind komplett doomed. Oh ne, den killen wir, den killen wir, den killen wir. Holy shit. Weiter, 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 weiter. Alter, jetzt haben wir 40 Stacks. Jetzt sind wir bei knackigen 650 Attack Range. Boah, das macht schon... Also unabhängig, wie gut der Champion ist, er macht fucking Spaß. Holy shit, mega geil zu spielen. Aber jetzt so vom ersten Gefühl her, sieht es nicht nach einem Supporter aus, wenn ich ehrlich bin. Also klar, der E, der W, das sind alles Spells, ja, ist für Support geeignet. Aber I don't know. Also wenn ich mir überlege, wenn ich so gegen den Nautilus oder gegen den Thresh oder so auf der Lane ran muss, wüsste ich jetzt nicht, wie ich da mit Senna irgendwie irgendwas machen will. Aber als ADC, guter Early Game Spike, guter Base Damage, echt strong. Oh. Ja, das war jetzt nicht so smart, Leute. Ich teste gerade noch meine Grenzen, okay? Wir finden gerade noch heraus, was so geht. Der Wave Clear ist halt wirklich nicht gut, ne? Dadurch, dass du so wenig Attack Speed hast. Ich glaube, der Q hilft da auch nur bedingt. Ich glaube, die wollen uns hier gleich irgendwo wieder überfahren. Genau da. Ja, halbes Leben weg. Kann man machen. Tschüss. Ja, wir haben auch immer noch Yasuo, ist auch ein guter Champion. Oh, guck mal, guck mal, den holen wir uns. Na, okay, das lief jetzt nicht so wie erwartet. Hm. Na, ja, schwierig, schwierig. Ah!
Oh, scheiße. Der ist ein bisschen schneller als ich. Fuck. Let's go, boys. Let's go, let's go, let's go. Nice. Oh, da ist Stack Nummer 61. 675 Range haben wir jetzt. Können sich sehen lassen. Also wenn ich da... Guck mal hier. Ah, das Schild. Ja. Worth. Da ist der Assist für mich, meine Freunde. Sehr gut. Oh. Ja, gut. Das war doch relativ eindeutig. Ah, hat richtig Spaß gemacht, Alter. Boah, war gut. Gucken wir mal auf unseren Damage. Das kann ich echt relativ schlecht einschätzen. Ja, war stabil. Ich meine, Yasuo ist halt ein bisschen ausgerastet. Aber insgesamt, so mein Fazit. Ich würde sagen, auf der Lane, echt guten Trade. Dadurch, dass du dich auch heilst. Sehr nice. Sehr guten Poke. Du hast mit dem W akzeptables Gank-Setup. Auch mit dem E. Ja, nicht schlecht. DPS ist halt natürlich das ganz große Problem bei ihr. Also du bist jetzt nicht so eine DPS-Maschine wie ein normaler AD Carry und Wave Clear ist halt auch super, super bad. Aber hat sich cool angefühlt. Also wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein. Der Champion macht echt Spaß und ihr könnt gerne mal eure Meinung zu dem Champion in die Kommentare schreiben. Auf Support, wie gesagt, hat er bisher in meinen Games immer reingesackt. Jetzt auf ADC fühlt sich der Champion schon besser aufgehoben, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal, ne?